Und wir kommen zum nächsten Punkt. Wir wollen mal ein bisschen Revue passieren, wie sich das mit der Hanfparade eigentlich so entwickelt hat. 1997 gab es die erste und seitdem jedes Jahr im August und dieses Jahr eben online mit einigen Pannen. Dafür entschuldigen wir uns oder bitten um Entschuldigung, besser gesagt, und um Nachsicht. Irgendwie in der Technik gibt es Probleme, aber ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Und wir wollen einfach Revue passieren lassen und auch Ausblick geben auf die nächste Hanfparade 2021, das, wie schon erwähnt, 50 Jahre BDMG, da ist einfach nach 50 Jahren Repression eine neue Vision nötig. Jo, dann können wir mal das erste Bild einklicken. Es kommt eine Verzögerung bestimmt, da hinten auf dem Bildchen. Ja. Von 1997 ist halt das Plakat leider verloren gegangen, ist nicht mehr in unserem Archiv. Von allen anderen Jahren haben wir die digital. Also sollte jemand auf seiner Festplatte zufällig noch die Plakate oder die Infos von 97 haben, dann doch bitte einfach an info@hanfparade schicken. Als Geschenk dafür gibt es dann ein Hanf-T-Shirt mit Hanfparade-Logo drauf, wenn so eine Datei ankommt. Aber ja, vielleicht hängt ja auch irgendwo noch eins rum, dann kann man das auch abfotografieren oder scannen oder herschicken. Hier im Hanfmuseum gibt es ja die Psychedelic Library, das wäre, glaube ich, der richtige Ort für solche Devotionalien. Ja, Rollo, du bist eigentlich so einer der Urväter der Hanfparade, weil vielleicht der 1990er Bewegung, die letzte Legalisierungswelle des letzten Jahrtausends. Da war Hanf noch eine Nutzpflanze, die so vielseitig anwendbar ist, dass sie quasi die Welt retten könnte, wenn sie denn mehr angebaut würde. Das ist bis heute leider noch nicht so ganz passiert. Und dementsprechend ist die Hanfparade primär die Idee und die Umsetzung von Gerd Brunner, würde ich dazu allererst nennen, Petra Namislo und noch durchaus eine Handvoll Leuten, die die allererste Hanfparade im linken Büro, damals in der Krossener Straße in Berlin-Friedrichshain, umgesetzt haben, organisiert haben, da schon HPCs, Hanfparaden-Centers gegründet haben in vielen Städten. Es brodelte bei vielen Leuten der Ungerechtigkeitsdruck aufgrund der Kriminalisierung war hoch und viele Leute wollten was tun und haben auch was getan, so dass die erste Hanfparade schon mit ganz viel Unterstützung bundesweit ja ein riesengroßer Erfolg war. Man darf heute keine Zahlen mehr schätzen, das geht ja immer nach hinten los. Aber es waren erstaunlich viele Menschen auf der 1997er Hanfparade, so sehr, dass die Euphorie ja noch viele Jahre weiterging und so stark war, dass auch durch den Swingback, das letzte Legalisierungstief, die Hanfparade jedes Jahr durch die Stadt gezogen ist. Ja, man muss sagen, da war noch Helmut Kohl an der Regierung und es standen bald Bundestagswahlen an und es war die große Hoffnung, dass Rot-Grün gewinnt und gemäß Parteiprogramm hätte sich dann auch einiges ändern müssen. Aber das hat sich eben anders gezeigt, wie wir noch später sehen, hören und analysieren können. Dann 1998, Hanfparade, es geht weiter. Es war ein großer Aufschwung, 97, wie war das dann 98, die zweite? Es ging weiter. Die Euphorie hielt an bis 2000, ohne jetzt vorgreifen zu wollen.
Also so die 2000er war tatsächlich der Peak, aber die 98er war schon wesentlich größer und auch wesentlich professioneller. Eine ganz elementare Erfahrung, die Gerd damals gemacht hat, worüber er noch einige Jahre den Kopf schüttelte, war tatsächlich, dass alles, was nur so mündlich abgeschlossen und nicht schriftlich festgelegt war, auch nicht geklappt hat. Tatsächlich. Und natürlich war dann auch niemand mehr greifbar und hin und her. Also die zweite Hanfparade lief diesbezüglich wesentlich besser. Das muss man klar sagen als die erste Hanfparade. Es war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, war es die erste oder die zweite Hanfparade, wo noch bis kurz am Vorabend ein riesengroßer Stress mit den Gerichten war und dann im letzten Moment noch eine einstweilige Verfügung dagegen eingewendet werden konnte, dass die Getränke und Essensstände verbieten. Das wollten die nämlich damals machen, weil die sagten hier, das ist doch kein Volksfest, wie es sich mittlerweile durchgesetzt hat, viele Jahre später. Aber damals mit dem Argument, das ist eine Demonstration. Im letzten Jahr waren es schon viele tausend Menschen, das werden in diesem Jahr nicht weniger. Wenn die alle unter den Linden stehen, nichts zu essen, nichts zu trinken haben, dann drehen die durch bei der Hitze. Das ist im August, das ist Hochsommer. Und ein Gericht war dann einsichtig und sagte natürlich, die Versorgung der Demonstrationsteilnehmer muss gewährleistet sein. Und damit konnten dann auch die Getränke und die Essensstände, die Demo-Teilnehmer und vor allem an der Abschlusskundgebung die Leute versorgen und dann auch über mehrere Stunden des wirklich tollen Abschlussprogrammes auch am Platz halten, ohne dass die jetzt verdursten oder, naja, hungrig werden zu sehen. Ne? Und damit sehr, sehr aus der Ruhesuppe gegriffen. Die 99er war ähnlich. 98 waren dann die Wahlen. Ne? Und 99 war, Hans, da bist du der bessere Chronist. Ja, also 1999, kann man mal das, ja, das Plakat kann man sehen. Hanfparade, das war sehr intensiv. Es gab viele Infostände. Es gab von den unterschiedlichsten Parteien große Infostände und Wagen. Und das Engagement war also vor allem bei den Grünen und den Linken damals schon sehr stark ausgeprägt. Und es war politisch stark in der Diskussion. Es gab ja jetzt eine rot-grüne Regierung, aber die ersten Enttäuschungen machten sich breit durch das Samenverbot. Und die Drogenbeauftragte Christa Nickels kämpfte vor allem für die Heroinabgabe, also die Originalstoffvergabe. Das war drogenpolitisches Thema und der Hanf war auf jeden Fall, nicht mehr der allerwichtigste Diskussionspunkt. Aber auf jeden Fall, es war eine wuchtige Demonstration und die Leute waren noch voller Hoffnung, dass sich durch diese neue Regierung etwas ändert. Und wenn wir dann weiterkommen. Die Grünen hatten noch die Legalisierung im Parteiprogramm stehen. Also schriftlich, wir wollen Cannabis legalisieren, aber in den Koalitionsverhandlungen ist das wohl gänzlich gestrichen worden. Und die Enttäuschung war groß. Und dann hat es im Kosovo gebrodelt. Das war ja nochmal eine ganz andere Baustelle, die Hanfparade bestimmt auch heftiger gemacht hat, politischer gemacht hat als die Hanfparaden vorher. Und sie war tatsächlich sogar immer noch im Aufsteigen. Es wurden Jahr zu Jahr mehr Leute, 97, 98, 99 und ich glaube, du bist schon bei 2000, beim Peak der Hanfparade, bei der Hagelparade, erinnere ich mich immer gerne. Das war eine Hanfparade, da hat das Publikum geklatscht bei einer Aktion von der Polizei, weil es kam plötzlich wirklich eine unglaubliche Windböe und ein Hagel, richtig heftig. Und aus ihren Fahrzeugen rannten die Polizisten zu dem Kinderspielplatz und haben mit ihren Schildern ein Dach gemacht, damit die Kinder nicht unter den Hagelkörner verletzt werden. Und da gab es vom Publikum richtig Applaus für die Polizei.
Ja, an dem Tag gab es aber auch viel Ärger mit der Polizei, das darf man nicht vergessen. Die haben vorher sich sehr bemüht, dass da ja keine Nutzerpflanzen zu sehen sind, was in den ersten Jahren überhaupt kein Problem war, war auf einmal hochgradig kritisch und der Hanfparade wurde unterstellt, dass sie quasi so ein Drogenumschlagplatz ist, dass die Leute aus ganz Deutschland ihre Hanfpflanzen bringen und da nebenbei Geschäfte mitmachen und das war also als Absurdität kaum zu überbieten. Aber erst der Auftakt für viele, viele Jahre Spaß mit der Berliner Versammlungsbehörde. Ja, tatsächlich. Spätestens ab 2000 wurde die Versammlungsbehörde als Organ der Polizei, die Polizei immer rigider und hat offensichtlich viele Mittel angewandt, um die Hanfparade kleiner werden zu lassen. Und wurde sie dann ja auch nach, ob das war tatsächlich ein Peak, ja, am nächsten Tag stand in den Zeitungen, dass Taubeneier große Hagelkörner vom Himmel gefallen sind, aber kaum Worte über die Hanfparade. Das war auch ein Desaster für viele Menschen, für viele Leute, die sich engagiert haben bei der Parade, was dann hinterher an Pressereflexion da war, das war wirklich desaströs. Ist ja nichts Neues. Genau, der Neuigkeitswert hatte sich verbraucht. Wahrscheinlich und ab 2000 spätestens ging es, glaube ich, auch los, dass die Polizei an den Zugangsbahnhöfen nicht Absperrungen, aber vermehrt Personenkontrollen gemacht haben und dann auch immer weniger Leute kamen. Und ja, 2000 war auch die letzte Hanfparade von Gerd Brunner. Der hat sich nach Schaffung oder nach vorrangiger Mitinitiative ja auch ganz schön abgearbeitet und nach 2000 hat er dann gesagt, gut, wir wollen die nächste Generation mal ranlassen und es hat sich personell damals auch einiges geändert bei der Hanfparade so nach und nach. Die Fluktuation ist ja bis heute noch da und die ging damals auch schon so ein bisschen los. Der Chat hat gefragt, ob es auf den ersten Hanfparaden schon Verhaftungen gab. Und in den ersten Jahren hat die Polizei sich sehr auf die ganz, ganz jungen Teilnehmer konzentriert. Also gab es auch Auswüchse, irgendwelche 14-, 15-jährigen Kiddies, die mit einer 1,50 Meter großen Acrylbomb unterwegs waren, wo man so als Hanfsympathisant auch sich gefragt hat, warum unternimmt die Polizei da nichts? Aber es gab noch nicht diese konzertierte Polizeiaktion, dass die im Vorfeld versuchen, Teilnehmer abzuschrecken und dass jeder jemanden kennt, der irgendwie auf der Hanfparade Ärger mit den Cops gehabt hat. Das ist erst Anfang der 2000er gekommen. Da hat sich die Strategie geändert. Mit dem sinkenden Medieninteresse hat die Polizei mehr Luft für robusteres Eingreifen gekriegt. Eingegriffen hat die Polizei schon bei den ersten Hanfparaden. Ein wunderbares Beispiel war Michael Meyer, Jens Meyer aus Hamburg. Es ist so lange her. Entschuldigung. Den hat die Polizei in der Wanne genommen, um die Personalien aufzunehmen. Und es hat sich eine Traube von Leuten drum gebildet und die haben skandiert: 1, 2, 3, gebt den Kiffer frei. 1, 2, 3, gebt den Kiffer frei. Es war eine Traube von Leuten um die Bulli. Die wollten quasi nur die Personalien aufnehmen. Heute würde man sagen, es war eine Marginalie. Aber es hatten sich echt viele Leute dafür eingesetzt, dass der nicht von der Polizei aufgegriffen wird oder zumindest darauf aufmerksam gemacht. Daraus ist das Hamburger Hanffest entstanden, muss man ja auch sagen. Weil der da gefangen wurde und hat so enorm Support erfahren hat, den hat das angepickt und er fing dann an, einige Jahre was in Hamburg zu machen. Ja, der Sternschanze im Schanzenpark, das war ein toller Fest, da kann ich mich gut erinnern. Ja, jetzt kommen wir zu den Jahren 2001, 2002. Das war dann schon, da war Rot-Grün, wurde die Enttäuschung größer. Und das neue Jahrtausend war ja auch politisch durch 9/11 2001 hat sich doch einiges geändert. Und wie siehst du das mit der Hanfparade? Nee, da war ja dann auch Kosovo und Balkan und da hat sich doch bei einigen Leuten im Kopf gefragt, was geht eigentlich ab in diesem Lande politisch? Ja, da war vor allen Dingen Hartz IV zwischendurch, das darf man nicht vergessen, das hat sich
viel geäußert, weil es halt den Glauben an die Wandelbarkeit der Gesellschaft so ein bisschen abgeschwächt hat. In den 90ern, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, gab es ja noch einen Konflikt zwischen jenen, die gesagt haben, das ist jetzt das Ende der Geschichte, der Kapitalismus hat gewonnen, und die anderen haben gesagt, guck mal, alle Systeme können enden, und wenn wir jetzt uns nur einen Ruck geben, dann können wir auch dieses System so verändern, dass es menschenwürdiger wurde. Und was dabei rausgekommen ist, ist Gängelung und Unterdrückung und die Verlagerung der Sozialhilferegeln auf Millionen Menschen, die bis vor einem Jahr noch in der Mittelklasse waren. Ja, ist viel passiert. Und da können wir ja weiterschalten. 2003, geht das Hanf frei. Das war, ja, unser Ströbele, der beste Mann der Grünen. Ja, das ist also wirklich ein grammatikalischer Fehler, ist eigentlich zur Normalität geworden. Früher sagte man der Hanf. Und ich war dabei, da darf ich Einspruch erheben. Das war in dem Falle grammatikalisch richtig. Ja. Das bezog sich auf ganz bestimmtes Hanf, nämlich auf das Konfiszierte von der Polizei. Ja, stimmt. Anweisendes Fürwort. Ich habe jetzt den Fachausdruck nicht, schon so lange her. Aber damit war das schon von Herrn Ströbele grammatikalisch vollkommen richtig. Er meinte nämlich genau das Hanf, was die Polizei vorher beschlagnahmt hat. Ja, das ist richtig. Geht das Hanf frei. Und Stefan Raab, Köderschneuzig, wie er halt so ist, hat das zu einem grammatikalischen Fehler und auch zu einem kleinen Bit gemacht. Muss man ja auch sagen, das war schon ein lustiger Song. Aber man hat Jahre später auf der Hanfparade immer wieder gehört, gebt das Hanf frei, die Chöre rufen. Ja, klasse. 2005, get wise, legalize. Das macht Polizisten zu Gärtnern. Die Hanfparade 2004 war für mich aus zwei Sachen interessant. Zum einen gibt es in der Uckermark eine Nutzhanffabrik, und der Rainer Nowotny, seines Zeichens Chef der Hanffaserfabrik in der Uckermark, war damals mit einem PKW voller Nutzhanf unterwegs. Und in dem PKW saßen auch seine Kinder, die so 9 und 11 Jahre alt waren und die ihr ganzes Leben lang jeden Tag völlig natürlich mit Nutzhanf umgeben. Wenn die früh aufstehen und aus der Tür gehen, haben die das Feld und die Fabrik und alles riecht danach, und für die ist das halt die normalste Sache der Welt. Die wundern sich über eine Tomate, aber nicht über die Hanfpflanze. Und auf der Hanfparade, auf der Demo, wo es eigentlich darum geht, wie interessant diese Pflanze ist, hat die Polizei nichts Besseres zu tun gehabt, als die beiden Kinder, die gar nicht strafmündig sind, festzunehmen, weil die Blätter dieser Pflanze aus dem Auto, so aus dem aufgemachten Fenster rausgereicht haben. Die waren sich natürlich überhaupt nicht bewusst, was Verbotenes gemacht haben, aber da musste ich dann als Versammlungsleiter zur Polizeidienststelle gehen und bestätigen, dass da der Vater vor Ort ist und dass diese zwei kleinen Kinder nicht alleine einen PKW bewegt haben, voller Hanf aus der Uckermark. Das war der Tatvorwurf. Und kurze Zeit später gab es, wie so oft auf der Hanfparade, ein fürchterliches Gewitter. Und die Polizei hat die ganze Zeit gedrängelt, wir sollen doch dafür sorgen, dass die Demo rechtzeitig ankommt, bevor das Gewitter losgeht. Und die Versammlungsorganisatoren haben die ganze Zeit gebremst, damit die Demo ja nicht ankommt, solange es nicht wieder schönes Wetter ist. Weil allen klar war, klatschnass kann man sein, aber wenn dann die Sonne wieder scheint, ist man im Sommer ja auch schnell wieder trocken. Und so kam es am Ende auch. Wir haben da auf dem Oranienplatz in Kreuzberg bis in die Abendstunden ein großes Fest gefeiert. Und das war gut für den ganzen Kiez. Dadurch, dass die Hanfparade den Oranienplatz belegt hatte und nicht verboten werden konnte, haben das SO 36 und das Hanfhaus noch eigene Feste vor ihr Läden machen können, weil die Straße ja eh schon gesperrt war, konnte dann die Stadt nicht sagen, nee, an dem Tag dürft ihr dann nicht ein Straßenfest feiern. Und es war wirklich nett. 2005, 2006. Also ich erinnere mich vor allem an 2006, und ich glaube, du Steffen auch, weil da... Lass mich mal früher anfangen. 2005 hat die Hanfparade nämlich zum einzigen Mal eine richtige Gegendemonstration gehabt. Da haben sich eine Gruppe Punks aus dem Friedrichshain überlegt, wie können wir die Polizei größtmöglich irritieren, und die haben dann ein großes Banner gemacht, mein Dealer zahlt keine Steuern, und haben eine Gegendemonstration gemacht an der Stelle, wo die Hanfparade eh abbiegen musste.
Aber die Polizei hat gesehen, scheiße, wir laufen da auf eine Horde wütender Punks zu und wir wissen jetzt nicht, wie die reagieren auf die Demonstration. Und als die Cops dann gerade kurz davor waren zu eskalieren, haben die sich einfach eingereiht und ihr Banner umgedreht und dann stand da, mein Dealer zahlt gerne Steuern und alles war cool. Und 2006, da gibt es ja Videos im Netz, die hunderttausende Mal angeguckt wurden, wo nämlich Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen sich als Gärtner betätigten mit Gartenscheren und mit Sägen. Das war ein teurer Spaß. Ja, teuer ist eine Handparade immer, egal was man macht, das kostet Geld, aber zum Glück gibt es ja Unternehmen und Einzelpersonen aus der Szene, die diesen Teil der Aufgabe übernehmen. Das kann das Orga-Team hier nicht. Also wenn ihr einen Headshop habt oder einen Großshop oder sonst irgendwie in dem Business mit Hanfkonsumenten Geld verdienen, dann überlegt, ob die Hanfparade nicht vielleicht förderungswürdig ist. Eine Aktion, die wir mit Geld in der Vergangenheit gemacht haben, war in der Uckermark auf einem Gelände, wo das legal ist, Hanf vorziehen, sodass er in Blumentöpfen steht und auf Paletten aufgebaut ist, damit man die nach Berlin transportieren kann. Und obwohl wir die Aktion über Monate mit der Versammlungsbehörde geplant haben, sehr eng kommuniziert und auch die Regeln dafür abgesprochen waren, welcher Hanf in welchen Mengen wie wo steht, tauchte dann am Tag der Hanfparade frühs ein Kriminalbeamter namens Freund, wie passend, auf und hat gesehen, Moment, da stehen doch böse, böse Pflanzen, und er hat dann den ganzen Vormittag Staatsanwälte angerufen auf seinem Handy, bis er einen gefunden hat, der gesagt hat, ja gut, dann beschlagnahmen wir das erstmal, um es mitzunehmen und zu testen. Und dann hat die Polizei 10.000 Nutzhanfpflanzen abgeschnitten, aber so 3 von den 50 Paletten oder 4 standen außerhalb der imaginären Linie, wo unsere Veranstaltung endete. Und dann war eine andere Polizei dafür zuständig. Und dann hat die Versammlungspolizei bei der Vorortpolizei am Brandenburger Tor angerufen und gesagt, wir machen hier gerade Nutzhanf platt, könnt ihr nicht mal bitte eine Verstärkung vorbeischicken bei euch? Auf dem Grund und Boden stehen da auch noch Pflanzen. Und da haben die gesagt, seid ihr bescheuert? Wenn ihr da 300 Mann vor Ort habt, werdet ihr doch wohl so ein paar Nutzhanfpflanzen abschneiden können. Aber denen war formaljuristisch die Hände gebunden. Die durften halt diese imaginäre Linie nicht überschreiten. Und dann standen die 3-4 Paletten Hanfpflanzen den ganzen Abend noch friedlich da und kein Mensch hat sich gestört. Aber sie sind tausendfach fotografiert worden. Und man muss halt so sagen, der abgeschnittene Hanf wurde praktisch am Straßenrand zwischen ein paar Bäumen einfach gestapelt und lag dann stundenlang einfach unbewacht in der Gegend. Also geschützt wurde durch die Aktion niemand. Und die eine große Rechnung verursacht. Die Berliner Stadtreinigung musste dann gegen die Berliner Polizei klagen, weil die 1.500 Euro Reinigungsrechnung für 4,5 Tonnen Hanf produziert haben und wir als Versammlung sind für den Müll nicht zuständig. Da die Polizei den Müll mutwillig verursacht hat, musste dann quasi die eine Hand der Stadt in die andere Tasche das Geld stopfen, damit da die Bücher wieder ausgeglichen sind. Aber es ist auch eine wunderschöne Rechnung von der BSE, über, waren es 4 oder 9 Tonnen Hanf? Nee, 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen Hanfentsorgung. Ja, das war eine Riesenaktion. Schon nachts die LKWs ausladen am Brandenburger Tor direkt. Da waren ja auch Touristen. Touristen kamen, is it hemp? Really? Is it hemp? Oh, real hemp, locally real. Also die Amis sind nicht so ungebildet, wie man manchmal hier denkt. Ich war erstaunt, wie viel englisch sprechende Leute da vorbei sind und gleich gemerkt haben, oh look, hey, real hemp. Und Fotos, Brandenburger Tor. Und richtiger Hanf, das war sehr begehrt für die Kamera. An dieser Stelle mal ein Gruß an Thorsten Dietrich, das ist der Mann für die Spinnerten-Aktion. Ja, der war für die Aktion maßgeblich beteiligt, war maßgeblich führend, auf jeden, mit dem Hintergrund natürlich der Uckermark, ansonsten wäre das gar nicht möglich. Und er ist ja dann auch der, der das berühmte, ist ja ein Anwalt, ich brauche einen Anwalt, gerufen hat. Ja. Ja, und danach hatte die Hanfparade halt wenig Geld. Da gab es auch da Veränderungen 2007. Ja, da darf ich da mal kurz in den Jahren 97, 98, 99, in dieser Euphorie, ist im Team offensichtlich nicht alles so super gelaufen. Und 2003 schickte dann das Finanzamt in Berlin der Hanfparade eine Rechnung über so 20.000 Euro.
weil da noch Steuern, Schulden bestanden. Und das hat über Jahre Arbeit gemacht, aber irgendwann dann 2006 war der Punkt gekommen, wo wir gesehen haben, wir können diesen Schuldenberg nicht weiter vor uns herschieben und auch nicht abtragen. Und dann gab es einen sehr sauberen Schnitt, wie ich finde. Das Bündnis Hanfparade, der Verein, der vorher die Hanfparade organisiert und gemanagt hat, wurde abgewickelt. Und in 2007 war die Hanfparade dann quasi eine Einzelaktion von Tribbel, von Martin Stellinger, der jetzt gerade die Regie macht. Ohne den hätte es die Hanfparade da nicht gegeben. Das muss man klar sagen. Da war kein Verein, da war sonst keine Rückendeckung. Das war wirklich eine Einzelaktion von Martin. Und dann lieber eine kleine Demo, die tatsächlich stattfindet, weil sich jemand den Arsch aufreißt, als gar keine. Da bin ich. Ja, die waren nicht so groß, die Demos. Ich kann mich erinnern, die starten am Alexanderplatz. Und es waren schon ein paar hundert Leute, die schon am Anfang da waren und Mut gemacht haben. Aber man hat gesehen, die Botschaft ist nicht untergegangen und es gab ein paar Eifrige, die haben sich weiter eingesetzt. Und von denen sind dann auch wieder ein paar zum Team gestoßen, sodass es dann in den Jahren später, 2009, wieder eine doch etwas größere Hanfparade gab, nämlich für eine freie Wahl der Samen. Nein, ja, es ist freie Wahl, das war das Thema und das ist politisch. Ich will meine freie Wahl, welche Substanzen ich nehme. Mein Gehirn, my brain, mein Wunsch, my choice, das haben wir auch schon mitgekriegt hier. Das war auch damals Thema. Freie Wahl. Die Hanfparade 2009 war für mich als Versammlungsleiter ganz besonders spannend, weil es zum ersten Mal eine Hanfparade war, für die es keine Sponsoren von außen gab. Nach den eher durchwachsenen Ergebnissen in den zwei Jahren vorher gab es halt einfach keinen, der da Geld investieren wollte, was dazu führt, dass auf dem Flyer, den ihr gerade gesehen habt, auch nur Logos von Organisationen sind, die sich halt an der Organisation beteiligt haben. So zum ersten Mal nur die Leute präsentiert wurden, die Manpower und Brainpower reingesteckt haben, weil es einfach kein Geld zu verwalten gab. Und Geld ist für so eine große Veranstaltung halt ein extrem wichtiger Faktor, wenn man sich überlegt, was es kostet, eine Bühne irgendwo hinzustellen, dass man gut verstanden wird, oder einen Paradewagen auf die Beine zu stellen, der auch eine hübsche Deko hat, nach was aussieht. Das muss ich unsere Szene immer wieder fragen, wie viel ist uns die Legalisierung tatsächlich wert? Bin ich bereit, da einen Euro im Monat oder zwei oder fünf zu investieren, dass andere Leute für mich Legalisierungsarbeit machen können? Und 2010, Cannabis ist Weltkultur. Da ging es darum, ja, Psychonautik und Drogenrituale als Weltkulturerbe bei der UNESCO schützen zu lassen. Weil das ist eine gelebte Kultur, die nicht verfolgt, sondern die geschützt und unterstützt werden sollte. Da gab es damals viel böses Blut über das Motto, weil so das Gerücht aufkam, dass das so ein bisschen in die Deutschtümelei abdriftet. War ja so eine Phase, wo sich die Hanfszene in keiner politischen Partei repräsentiert fühlen konnte. Die Linken hatten noch kein vernünftiges Programm, die Grünen sind jeden Tag einen kleinen Schritt zurückgerudert. Von den großen Volksparteien hatte eigentlich niemand irgendeine Hoffnung. Insofern war das auch so eine Selbstfindungsphase der Szene. Ist genau die Zeit, in der dann auch die Ortsgruppen beim Deutschen Hanfverband zum ersten Mal laut gedacht wurden. Und wo die Hanfszene in Deutschland wieder ein bisschen dezentraler wurde. Berlin war 10 Jahre super wichtig und es war damals schön zu sehen, dass sich mit den Fehlern, die wir in Berlin machen, mit der Unzufriedenheit, die sich damit aufgebaut hat, dass sich dann die Szene diversifiziert und auch andere Leute ihre Ideen laut formulieren, nicht nur hoffen, dass hier in Berlin gemacht und getan wird. Jahre sind genug, BTMG, nächstes Jahr heißt es 50 Jahre sind genug, AD, BTMG. Ja,
wie vor ein paar Jahren noch Legalisierung jetzt. Ja. Ja, das ist, das ist ein Hamsterrad. Die Mauer, das BTNG ist wie eine Mauer durch diese Gesellschaft. Und Mauern können fallen, das hat man in Deutschland gesehen. Drum ist auch diese Mauer, wie sie einst in Berlin stand, hier als Bild. Die Mauer BTMG muss einfach in der Form weg, weil es spaltet die Gesellschaft. Und das nicht aus logischen Gründen, sondern aus fundamentalistischen, kann man sagen, fast religionsmäßigen Gründen. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir die letzten 10 Jahre noch schaffen wollen in 5 Minuten. Alte Männer und Geschichten vom Krieg. Ich hoffe, ihr könnt das verzeihen. 2012, das ist in meinen Augen eines der schönsten Plakate. Also viele der Plakate der letzten 10 Jahre, die haben Drohung gemacht und die ist seit Jahren sehr engagiert und macht zum Teil super schöne Bilder. Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit, das ist wirklich mein Lieblingsposter von all denen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Hanfparade, wie ich mich erinnere. Ja, gerade nach dem Jahr davor war das vergleichsweise angenehm, weil in dem Jahr 2012 sehr wenig Ärger mit der Versammlungsbehörde war. Und 2011, im Jahr vorher, haben wir bis zur letzten Sekunde mit der Versammlungsbehörde vor Gericht gestritten. Habe ich meine einzige Anzeige gekriegt, weil ich nach 2 Stunden, 3 Stunden Stressverhandlungen vor Ort es mir gewagt habe, einen Polizisten Kaspar zu nennen. Aber die Zeiten waren damals andere. 2012 ist ja auch ein Wahljahr gewesen. Und da hat man wieder gehofft, wenn wir uns nur laut genug äußern, dann ändert sich auch was. Aber es zeigte sich, solange wir nicht in den Parteien sitzen und sich da Stimmen finden, die laut sind, wird sich in den Parlamenten für uns keine Mehrheit finden lassen. Da können wir noch so viel richtige Argumente haben und so, das zieht am Ende nur das, was in den Parlamenten ankommt. Meine Wahl, Handpflegerwahl 2013. Das war auch eine sehr lebendige, wie ich mich erinnere. Gab es da nicht dieses riesen Fahrrad mit den ganzen Sträflingen? Ja. So Cannabis-Patienten, die alle keinen Bock mehr hatten, verfolgt zu werden. Und die haben dann so ein Monster-Fahrrad mit einem Dutzend Leute, die treten müssen. Und alle hatten die gleichen Klamotten an. Und jeder Zweite hat eine Bon geraucht oder einen Vaporizer dabei gehabt, weil die durften ja. Das ist so eine Entwicklung, die in dieser Zeit gekommen ist, dass die Polizei wiederum ihr Verhalten ändern musste, weil sie nicht einfach mehr jede Tüte beschlagnahmen konnten. Es gab da Jahre, in denen, wenn jemand so eine konische Zigarette hatte, sind 4 Polizisten reingegangen und haben den erstmal rausgeholt. Und das ging dann auf einmal nicht mehr, weil sie bei jedem Zweiten, den sie sich gegriffen haben, dann einen Zettel gesehen haben und es hieß, der darf. Und das macht für die Demo einen ganz schönen Unterschied, weil sich dann natürlich so Leute wie ich, die gesund sind und trotzdem kiffen wollen, damit dranhängen können. Dann traut sich die Polizei im Zweifel an die anderen, an die Gesunden auch nicht ran. Da profitieren wir von den Kranken, die eigentlich von uns was haben sollen. Ja, man muss dazu sagen, warum die dürfen. Die hatten damals schon eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das war ein sehr aufwendiger Weg. Und da will ich doch auch den Patienten ein kräftiges Dankeschön. Nämlich es gab da einige Patienten, die haben 10 Jahre bis zu 20 Jahre lang prozessiert, bis sie so weit waren, dass sie ihre Medizin legal von der Krankenkasse kriegen. Also die Patienten haben sehr viel getan dafür, dass heute Zehntausende in Deutschland ihre Medizin kriegen. Es waren nicht nur die Legalisierungsaktivisten, sondern aus der Gruppe der Patienten waren einige, die sich ganz massiv engagiert haben und die verdienen ein großes Dankeschön. Und dann 2014 grünes Licht für die Legalisierung. Da kann man wieder sehen, wie die Ambivalenz in den Parteien ist. Da war eine Demo und wir hatten so ein Hanfblatt vergittert und als Deko. Und dann war die Freiheit statt Angst Demo. Und
Da war also eine Grünen-Politikerin und die wollte eine Pressekonferenz geben und vor einem Plakat: Meine Daten gehören mir. Und die ist hier ausgeflippt, dass dieses Hanfblatt da zu sehen war, und wollte das unbedingt weghaben und ist richtig hysterisch geworden. Also auch bei den Grünen gibt es Leute, die das gar nicht unterstützen. Darum ist auch innerhalb der Parteien, egal in welcher, es nötig, ja, zu sagen, was man denkt, und die, die dagegen sind, die stur sind, die irgendwie opportunistisch sind, das ist das Schlimmste, was es gibt, Opportunismus in der Politik, klar immer zur Rede stellen. In dem Jahr gab es Ärger mit der Polizei. Die Piratenpartei hatte nämlich an ihrem Wagen ein Transparentding, da stand drauf: radikalstmögliche Legalisierung im Rahmen der FDGO. Und wie das so ist, wusste natürlich keiner der Polizisten, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist. Und dann mussten die auch erstmal einen Staatsanwalt anrufen und rauskriegen, dass diese Formulierung jetzt für eine Demonstration okay ist. 2015 nutzt Hanf. Da war ein sehr großer, ja, Ausstellung auf der Hanfparade zu Nutzhanf und was man daraus alles machen kann: Lebensmittel, Kosmetika, Baustoffe, Innenteile für Türen von Autos und Fäden und Seile, Papier, das ganze Sortiment, einfach zu zeigen, Hanf ist nicht nur Rauschgift. Schon auf der ersten Hanfparade und ganz viele Hanfparaden durch gab es einen großen Bereich, den haben wir Nutzhanfareal genannt, um genau das auch darzustellen, um die ansonsten, ja, schon viele Leute sagen, kifferlastige Demonstration, um da auch zu sagen, hey, Hanf ist darüber hinaus noch mal eine ganze Menge mehr. Und das lebte, hast du vollkommen recht, in den Jahren wieder mehr und mehr auf. Und 2017, breiter kommen wir weiter, da gab es dann so als Echo aus der Menge: Fetter, sind wir netter? Also das breiter kommen wir weiter, fetter, sind wir netter? Das war vor allem lustig und ja, man muss sein Leben genießen können, wie man will, solange man den Genuss nicht anderen beeinträchtigt. Das heißt, hinter dieser Botschaft ist auch eine politische Botschaft. Artikel 4 der Erklärung der Menschenrechte von 1791 oder 89 war das, glaube ich. Dieser Artikel: jeder soll sein Leben genießen können, wie er will, solange er den Genuss anderer nicht beeinträchtigt. Artikel 2 Grundgesetz, die Entfaltung der Persönlichkeit, das war das zentrale Thema. Und wenn die Freiheit besteht, dann kommen wir weiter. Eben kein Substantismus. Ja. Ich erinnere mich an viele Diskussionen, gerade auch in dem Gedanken, dass, oh, es wird ja immer mehr eine reine Kifferparade. Deshalb ja auch wieder mehr Förderung des Nutzhanfareals und jetzt nicht rein genusslastiger Bereiche. Und in dieser Diskussion und aus dieser Diskussion ist dann halt genau das Motto entstanden, weil auf die Forderung kam: Wir müssen uns viel breiter aufstellen. Wir können nicht immer nur die Kiffe ansprechen. Wir müssen uns viel breiter aufstellen. Also breiter kommen wir weiter. Im folgenden Jahr 2018: Aufklärung statt Verbote. Wer aufgeklärt ist, weiß auch um die Wirkung, und mit Wissen mehr Spaß ist ein alter Slogan auch vom Nachtschattenverlag. Aufklärung statt Verboten. Information geben für Drogenkompetenz, für Drogenwissen, Drogenmündigkeit, mündig entscheiden, ob man dies oder jenes will oder nicht. Und das war das zentrale Thema. Von einem sarkastisch lustigen Motto, ob der Filmkritik, zu einem sehr seriösen, zu einem klaren Statement, was klar und angreifbar ist. Das gilt immer. Also die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, also
mit ihrer Agentur Mach dich schlau. Und das können wir nur empfehlen. Da können wir die Drogenbeauftragten unterstützen mit diesem Motto Mach dich schlau. Es gibt gute Seiten im Netz, da kann man sich informieren und kann viel lernen. Und 2019, da hatten wir 4 verschiedene Plakate und eins haben die meisten, das ist jetzt hier rechts im Bild zu sehen, sofort erkannt, wen wir damit meinten. Mit Legalisierung, nur mit dir Aufforderung, sich zu engagieren. Mit Frau Mortler. Ja. Die sich immer so zerrissen fühlte in der Luft von den vielen bösen Legalisierern, die sie immer so fertig machen. Und sich dann öffentlich darüber beschwert hat, dass sie als Ärztin dargestellt wird, obwohl sie diese Kompetenz ja nie vorgegaukelt hat. Da sieht man schon, wie sehr die Kiffer lügen, damit sie ihre Argumente an den Mann bringen. Ich meine, ist aber auch schwer zu argumentieren. Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Dann muss man sich nicht wundern, dass ja auch jüngere Schüler über einmal lachen wollen. Daher entsteht hier jetzt das Motto mit der neuen Drogenbeauftragte Ludwig Mortlern. Ja, Ludwig Mortlern. Das tun wir vielleicht jetzt. Jetzt ist 20. Also Hanfparade ist die erst 2020 online, weil, um es hier nochmal ganz klar zu erklären, auf der Hanfparade sind immer viele Patienten gekommen. Das sind zum Teil ältere Leute mit schweren Vorerkrankungen. Und da können wir nicht das Risiko eingehen, dass die sich viral infizieren auf einer Hanfparade, weil wir auch nicht in der Lage sind, personell gucken, dass die Leute Masken tragen, dass die Leute Abstand halten. Und drum, Gesundheit geht für uns vor und eine Online. Hanfparade. Ja, man muss auch einfach mal knallhart sagen, dass die Polizei in Berlin die Hanfparade nicht geil findet. Und das wäre dann so eine Versammlung, die sie nach 30 Sekunden abbrechen, weil irgendjemand zwischendrin keine Maske aufhat. Und dann sind vielleicht 8.000 oder 10.000 Leute aus der ganzen Bundesrepublik angereist und nach 5 Minuten ist Schluss. Und dann kann man als Organisator auch relativ wenig dagegen machen, außer zu weinen. Und das, ich kann sehr nachvollziehen, dass das Orga-Team sich dafür entschieden hat, dieses Risiko nicht einzugehen und stattdessen das Risiko eines Livestreams zu wagen, hat ja vorher auch noch niemand hier gemacht.